Das ist nicht euer Ernst. Herzlichen Glückwunsch, Silber Sakutsche, Miss Sieber-Projekt in der Kategorie. Kultur und Sport. Vor allem Kultur. Ey, vielen Dank. Ihr seid die Allerheftigsten. Das ist wunderschön. Ja, echt. Und wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Der Oberbegriff ist im Grunde Boxen und Thai-Boxen. Wir machen Ausdauertraining mit den Kindern. Silber Sakutche-Gym beinhaltet auch im Grunde Respekt, Loyalität, das Miteinander stärken. Also der Sport an sich nimmt natürlich den großen Teil ein, aber eigentlich ist alles drumherum das Wichtige. Ein Silber Sakutche-Gym war einfach eigentlich erstmal nur, dass wir uns so alle getroffen haben und hier für uns trainiert haben. Und dann sind ein paar Kinder gekommen, haben mittrainiert. Und irgendwann sind so derbe viele Kinder gekommen. So, das war letzten Sommer. Und ich habe gesehen, was das hier in den ersten Monaten ausgelöst hat hier in der Nachbarschaft. Am Anfang waren wir hier 60, 70, 80 Kinder manchmal. Es war verrückt, wie viele Kinder hier waren. Und dann habe ich einfach gesehen, wie wichtig das ist. Das ist auch viel wichtiger als der Sport. Das eigentlich Wichtigste ist, dass wir hier zusammenkommen, reden, Probleme besprechen, alle sich kennen in der Nachbarschaft. Das ist mir viel wichtiger. Weil so eine Streitereien entstehen auch immer, weil sich Leute fremd sind. Rassismus entsteht, weil sich Leute fremd sind. Ja, ich will auf jeden Fall nicht, dass die Kinder hier aus dieser Nachbarschaft sich fremd sind. Man kommt einfach auf den Platz und wird direkt aufgenommen. Also man ist direkt willkommen. Halt so, man ist hier mit den Leuten und da fühlt man sich wohler so. Ist besser. Und ich habe super neue Leute kennengelernt, die meine Brüder und meine Schwester geworden sind. Und ich bin selbstbewusster geworden durch das Boxen als durch mein Team. Und ja, keiner kann mir was. Ey, wir sind dass stolz, ich, dass wir so einen guten Trainer haben. Und dass wir gut kämpfen können. Ja. Wir sind auch stolz auf uns und auf unser Trainer. Die Highlights, die sind jeden Moment hast du Highlights. Die Steigerung der Kids manchmal zu sehen. Wir haben hier Kids, die in 2-3 Wochen so aus sich rauswachsen, so viel Selbstbewusstsein kriegen. Selbstbewusstes Auftreten kriegen, dadurch, dass wir hier eine Riesengruppe sind. Also es ist so, dass es natürlich wahnsinnig viele Angebote gibt, Sportangebote, Bildungsangebote für Kinder, aber es ist häufig so, dass die Pädagogen, die das anbieten, nicht unbedingt die Sprache sprechen, die hier gesprochen wird. Hier, unser Team, kommt von der Straße und weiß, was das bedeutet, von der Straße zu kommen. Und das macht einfach einen wahnsinnig großen Unterschied, wenn du die Kinder auf der Ebene auch abholen kannst. Ja, also ich glaube, das zeigt sich so, wie das hier angenommen wird, dass es stark gebraucht wird einfach. Es muss getan werden. Es muss getan werden. Und es muss nicht nur hier getan werden, es muss auch in Billstedt getan werden, es muss in Ostdorf, in Stralsund getan werden, es muss in Berlin-Kreuzberg getan werden. Da bin ich jetzt auch nicht ein Pionier, sowas gibt es schon länger, Hood-Training, Hood-Gym. Es gibt viele Leute auch in vielen Nachbarschaften, die so etwas tun und die einfach nie gehört werden, nie gesehen werden, weil die nie die Aufmerksamkeit kriegen. So. Und das sind auch für mich auch die größten Helden. So. Die machen das. Pure Idealisten. Ich kriege ja, seitdem ich das mache, voll die Aufmerksamkeit, voll den Zuspruch. Alle Leute helfen uns hier aus der Nachbarschaft. So, weißt du, ist ja nicht irgendwas, was ich und meine Schwester alleine auf die Beine stellen soll. Also alleine ist man stark, glaube ich, aber gemeinsam ist man unschlagbar. Und das steht absolut für Silber Sakutche-Gym.